Einen wunderschönen guten Tag und hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben jetzt die Folge, wir müssen jetzt schon die Folge 440 haben. Ja. Ja, ich glaube ja. 440. Genau. Ich kann ja nochmal gucken, nicht, dass ich euch irgendeinen Blödsinn erzähle. Ja. Es ist der 3. Mai 2022 und heute ist für mich natürlich ein Trauertag, denn warum, erzähle ich euch gleich. Aber ich möchte es, keine Angst, es wird kein Trauer-Podcast, sondern ich möchte euch einfach mal sagen, wie ich einen traurigen Anlass verarbeite. Und vielleicht ist es für euch ja auch genau, also heute ist die Folge 440, also stimmt das. Wollte nochmal nur, nicht, dass ich euch hier eine falsche Folge ansage. Also die Folge 440, ich werde auch nicht reinschreiben. Also wie gesagt, was habe ich heute gemacht um diesen Tag? Also wie gesagt, heute vor 8 Jahren ist meine Mutter gestorben und ja, und ich habe mir einfach überlegt, gut, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich lasse mich halt gehen, Trauer und ach, schade und überhaupt. Oder ich sage mir einfach, okay, was kannst du jetzt machen? Was kannst du selber machen, um diesen Tag einfach schön zu machen? Einfach schön in dem Sinne, an sie sich, also daran zurückerinnern. Und trotzdem zu sagen, okay, sie ist zwar nicht mehr da, aber, ja, und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir einfach ein schönes Frühstück gemacht. Also so, wie ich es sonst eigentlich nicht mache. Ihr wisst ja, sonst nehme ich mir mal Wurst und Brot und mache mir halt die Stulle so und esse sie halt. So. Und heute habe ich gesagt, gut, heute mache ich mal so ein richtiges klassisches Frühstück mit Brot, Margarine auf den Tisch, Wurst auf den Tisch, Käse auf den Tisch, ne? Also alles auf den Tisch gestellt, so als wenn ich, ne, so wie ich früher auch mit Mama gefrühstückt habe. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gönnst du dir einfach mal so ein richtiges Frühstück mit allem drum und dran, mit Toast, Käse und Wurst. Und dazu habe ich dann noch einen Kaffee getrunken. Ja, und das war sozusagen meine Verarbeitung in dem Moment. Und ja, so kann man das auch machen. Also man muss nicht immer sich die Facebook-Erinnerung angucken und ach, wie schlimm ist es eigentlich, dass der Mensch nicht mehr da ist. Sondern man kann auch sagen, gut, es gibt erstens genug Leute, die noch leben. Ja, also das muss man sich halt auch immer wieder sagen. Und ja, man kann natürlich auch die Zeit nicht zurückdrehen. Ne? Also ich meine, das ist jetzt schon 8 Jahre her und in 8 Jahren ist viel passiert und ja, so habe ich einfach für mich diese Sache verarbeitet und habe gesagt, okay, dann gut, es geht ja irgendwie weiter, ne? Und insofern habe ich mich einfach an sie zurückerinnert, habe gesagt, okay, habe auch mit ihr gesprochen, ne? Also habe halt gesagt, hallo Mama, jetzt bist du schon 8 Jahre nicht mehr da und ich hoffe, dir geht's gut und so. Aber ich habe es im fröhlichen Sinne getan. Also habe einfach gesagt, ja. Und ich finde, das ist einfach auch ein Weg, den ich gewählt habe für mich, weil dieses ganze Trauern und Facebook teilen und Mama ist jetzt tot und bla bla bla. Und dann vielleicht sagt ein anderer noch, ja. Ja, das bringt einen selber ja auch letztendlich irgendwann nicht mehr weiter. Ne? Also zumindest nicht nach 8 Jahren. Also wenn man das natürlich die erste Zeit macht, ist es was anderes. Aber ich denke mal, nach 8 Jahren ist klar, dass das Leben weitergeht. Und ja, viele Dinge wären ja auch anders gelaufen, wäre meine Mutter noch am Leben. Ne? Also wäre ich garantiert nie nach Mannschnur gezogen und so eine Geschichten. Und insofern hat das natürlich alles seinen Sinn irgendwo. Und ja, das wollte ich euch einfach nochmal mitteilen. Also man kann eine traurige Erinnerung auch ja, im Guten verarbeiten, indem man sich selber einfach was gönnt und sagt, okay, jetzt
sitzt man halt, also man stellt sich dann, ich habe mir dann wirklich vorgestellt, meine Mutter und ich würden frühstücken und ja, und so habe ich das verarbeitet. Ja, und jetzt bin ich so entspannt, dass ich euch jetzt noch einen Podcast biete, diesmal aber in 64 Kilobit Mono, einfach aus den Gründen, weil ich ihn schneller hochladen möchte, weil ich ja jetzt weniger Zeit habe. Und ja, jetzt trinke ich noch einen schönen Kaffee. Und ihr seid dabei. Ja. Und das ist einfach, so verarbeite ich Sachen. Oder vielmehr traurige Ereignisse, die letztendlich natürlich nicht mehr verhindern werden konnten. Ne? Und ja, insofern, weil man muss ja auch immer wieder sagen, es können andere Leute ja nichts dafür. Wenn ich jetzt mit so einer traurigen Miene rumlaufen würde oder auf Arbeit so, ne, das würde ja auch nichts bringen. Das Leben geht ja weiter. Und klar, es ist nur eine innerliche Trauer natürlich da. Und aber auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, man selber lebt noch. Es gibt genug Leute um einen rum, die leben noch. Und das ist eigentlich viel wichtiger in dem Moment. Dass man in dem Moment, wo man eigentlich einen geliebten Menschen vermisst, einfach mal drüber nachdenkt, Mensch, es gibt noch so viele Menschen, die leben. Und ja, und dafür sollte man dankbar sein. Und ja, das ist es eigentlich. Das ist das Ganze. Und ja, ich lebe noch. Und ja, auch ich bin dankbar dafür, ne, dass ich jeden Morgen aufstehe und zur Arbeit gehen kann und wieder nach Hause komme. Natürlich ist es ein bisschen einsam, aber auf der anderen Seite sage ich mir, ja, es gibt viel schlimmere Schicksale. Es gibt Leute, die hat es so schlimm getroffen. Und da kann ich immer wieder sagen, ja, irgendwie geht es immer weiter. Und ja, und deswegen trinken wir jetzt in Ruhe noch einen Kaffee. Ja, ich werde gleich noch die Mia streicheln. In 64 Kilobit Mono übrigens. Okay. Ja, weit ist natürlich ausgeschaltet. Ja, da hört ihr, der Kaffee läuft. Ja, man kann 64 Kilobit Mono auch ruhig verwenden, finde ich. Natürlich, wenn man jetzt natürlich Geräusche aus der Ferne hört, dann klingen die natürlich ein bisschen zischelig und ja, das ist halt immer so ein Problem. Ne? Aber auf der anderen Seite, ja, diese Einstellung ist drin und ich meine, Olympus hat diese Einstellung ja nicht sinnlos da reingemacht. Irgendeinen Grund muss es ja gehabt haben. Und ja, man kann sie auch nutzen. Ne? Also das auf jeden Fall. Ja, und ich finde, ich stelle mal gerade den Kaffee wieder. Ja, Mia hat gerade aufgehört, das ist ganz gut. Jetzt nehme ich ganz vorsichtig die Tasse. Wir wollen nicht kleckern. Ja, wie gut, dass meine Arbeitsplatte hier gleich in der Nähe ist. So. Naja, jetzt noch das Wasser ausleeren. Und dann haben wir es doch schon. So. Ja, und das wollte ich euch einfach mal mit diesem Podcast so ein bisschen zeigen. Also, weil ich habe ja nun diesen kritischen Podcast gemacht über Facebook und über Erinnerungen teilen. Und deshalb wollte ich euch einfach auch mal zeigen, wie mache ich das denn eigentlich? Und ja, ich muss, wie gesagt, nicht den Tag jetzt irgendwie teilen und Facebook. Ne, weil, wie gesagt, wir müssen natürlich weitermachen. Das ist natürlich immer wichtig. Weitermachen, weitermachen. Das ist immer das Wichtigste. Wenn wir nicht weitermachen, dann ja,
wird es gefährlich. Und das ist halt immer das, was ich sage. Wir, ja, auch wenn ein geliebter Mensch geht, man selber ist ja noch da. Und ja, insofern geht es weiter, auch am 3. Mai 2022. Ja. Denn es gibt ja auch das Gegenteil. Vielleicht hat einer ja am 3. Mai 2022 oder am 3. Mai selbst eine gute Erfahrung gemacht, zum Beispiel. Ne? Also während ich, sagen wir mal, jetzt über meine Mutter nachdenke, hat vielleicht ein anderer gerade, ist ein anderer vielleicht gerade, hat ein anderer gerade eine Familie gegründet, hat Kinder gekriegt oder so. Ne? Also das ist immer, ne? Ihr seht, also es ist alles möglich und Freud und Leid sind ja immer beisammen. Und insofern, das ist das Leben. Ne? Das Leben ist mal gut, mal schlecht als recht, aber es ist immer alles drin. Es ist wie, ja, wie ein Film, der irgendwann mal zu Ende geht, aber ja, der auch irgendwann natürlich kein Happy End hat, weil man ja stirbt. Aber letztendlich, genau, letztendlich geht es natürlich immer weiter. Und in diesem Sinne sage ich, wir trinken jetzt einfach einen Kaffee auf diesen Tag. Möge er schön werden heute, möge das Wetter schön werden. Das Wetter wird auch schön. Also ich glaube, wir kriegen wieder sowas mit 20 Grad. Also was will man eigentlich mehr? Und ja, Arbeit habe ich auch, immer noch diese Hettichteile, also ja. Was will man eigentlich mehr? Ja, und heute mal wieder in 64 Kilobit Mono, ohne Zoom-Einstellung, logisch, weil ja, Zoom oder weit würde sich ja hier nicht lohnen. Flo, bei dir wird das jetzt natürlich ein bisschen bassig wieder rüberkommen, ne? Also, aber so klingt Mono ja normal und ja, aber wenn das Gerät am T-Shirt ist, man hat volle Pulle und man hat auf 64 Kilobit Mono, dann glaube ich, müsste die Sprache eigentlich ganz gut aufgenommen werden. Und ja, die Hintergründe sind jetzt natürlich nicht ganz so High Fidelity-mäßig sozusagen, sondern klar, wenn jetzt irgendein Geräusch im Hintergrund ist, das klingt dann natürlich ein bisschen zischelig. Aber ich sag mal, wenn man nicht so viel S-Laute benutzt, das habe ich oft genug im Podcast und auch in den Videos gesagt, dann kann man diese Einstellung ruhig verwenden. Ne? Und gerade wenn man einen Podcast mal so auf die Stelle macht, so wie ich jetzt, ne, weil ich ein bisschen länger mit meinem Frühstück gebraucht habe, dann will man es ja doch noch hochladen und das geht einfach schneller, wenn die Datei kleiner ist. Logisch. 64 Kilobit. Also kleiner sollte die Datei natürlich nicht sein. Also ein 8-Bit-Podcast, okay. Haben wir ja auch schon gemacht, aber da versteht man ja nun wirklich nicht mehr viel. Ja, und jetzt sitze ich hier an meiner Arbeitsplatte, habe schon gefrühstückt, mich gewaschen, angezogen und werde in den Tag reinstarten, sozusagen. Und ja, wir schauen mal, was der Dienstag so bringt. Und na, ihr hört das jetzt. Ich kann das Gerät ja mal hinstellen. Mal gucken, wie das so klingt. Das wäre jetzt also, wenn das Gerät so vor einem steht, ne, spreche ich so von oben hinein. Müsste jetzt also auch einen einigermaßen klaren Sound geben. Und klar, jetzt haben wir natürlich kein rechts-links, logisch. Wir haben ja Mono. Aber der Vorteil ist natürlich, dass man alles gleich hört, egal. Ja, und ja, lasst uns einfach diesen Tag ganz normal angehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wie gesagt, einen schönen Dienstag. Ja, wir haben Dienstag und
3. Mai 2022, Podcast von Sven Heidenreich, Folge 440. Ja. Ihr seht also, es geht immer weiter. Das ist die Hauptsache. Die Erde dreht sich weiter, man selber lebt weiter. Und ja, das ist das Leben. Dinge kommen, Dinge gehen. Und ja, wie sagt man immer so schön, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Ja, das ist wirklich manchmal stimmt das. Es stimmt nicht immer, ne? Weil manchmal gibt es auch so Phasen, wo sich dauernd nur irgendwelche Türen schließen. Ne? Aber ja, so ein bisschen stimmt das auch. Ne? Also alles hat irgendwie seinen Sinn. Und warum soll es heute nicht ein schöner Tag werden? Wie gesagt, das Wetter soll ja die ganze Woche irgendwie noch einigermaßen schön sein. Also das ist natürlich ein Riesending. Ne? Wird ja auch mal Zeit jetzt. Klar, morgens ist es immer noch so ein bisschen frisch. Ne? Aber ich sag mal, tagsüber geht es eigentlich. Also gestern war es richtig warm teilweise in meiner Jacke. Aber ich ziehe mich trotzdem noch warm an. Also ich bin kein Mensch, der jetzt schon kurze Sachen trägt. Warum auch? Es ist ja noch nicht Sommer. Und ja, ich fühle mich auch angenehmer, wenn ich auf Arbeit mit etwas längeren Sachen, also so ein Achselshirt oder sowas, würde ich natürlich auf Arbeit nie tragen. Nicht, weil ich das nicht will, sondern einfach, naja, weil ich bin halt auch kein Achselshirt-Träger, muss ich sagen. Also ich finde ein bisschen Länge muss eine Kleidung für mich schon haben, also bei mir jedenfalls, ja. Außer ich mache jetzt Sachen, also klar, es gibt natürlich andere Anlässe, aber gerade auf Arbeit muss ich sagen, da ist es auch immer schön, weil man sitzt ja auch viel auf Arbeit. So, wenn man jetzt eine zu kurze Hose an hätte, ne? Das ist, und dann sind ja auch dauernd die Fenster auf und die Türen und dann zieht es auch mal und selbst wenn es warm ist, aber ja, man kann sich trotzdem ganz schnell was wegholen. Das muss ja auch nicht sein. Ja, wie gesagt. Ansonsten muss ich sagen, ist das ein schöner Tag heute. So, Gerät wieder ran. Ja, alles ist wirklich super. Dann wollen wir mal ausspielen. So, spülen wir mal die Tasse aus. Genau. Ja, und insofern können wir das alles ganz ruhig und sicher angehen. So. Ja. Ich werde mich heute, wenn ich nach Hause komme, noch mal ransetzen ans Keyboard und werde noch mal probieren, also werde mir einen Stick einrichten mit den Styles, die mir Markus geschickt hat, und dann werde ich mal versuchen, ob ich den wirklich abspielen kann. Wäre ja cool. Ja, das werde ich heute auf jeden Fall machen, denn ich brauche eine Beschäftigung. Ich habe gestern auch wieder den ganzen Tag geschlafen. Und ja, deshalb möchte ich mir heute einfach mal wieder ein bisschen was vornehmen. Und das, ich meine, ich habe die Zeit ja auch. Ja, so ist es nicht. Meine Katzen haben zu fressen noch, die können heute noch mal mit Trockenfutter leben. Die haben noch genug Trockenfutter drin. Ja. Und von daher, ja, läuft alles, und deswegen
Na, ihr hört, mein Kater, der ist auf Klo. Soll er doch. Ja, kleines Päuschen. Ich bin auf Klo, melde mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. War nur auf Klo gewesen und jetzt bin ich wieder voll da und habe meinen Kaffee. Ja, Tasse ist ja abgespielt, habt ihr ja mitbekommen. Jetzt werde ich dieses kleine Völkchen hochladen und hoffe, dass euch diese Folge einfach mal ein bisschen, ja, falls ihr heute auch etwas traurig gewesen seid, dass ihr einfach mal eine kleine andere Sicht drauf habt und ja, einfach ein bisschen Mut schöpft und ja, euch daran erfreut, dass ihr noch lebt, dass alle um euch rum, dass viele um euch rum noch leben. Und ja, darum geht's. Ja. Und gut, jetzt werde ich erstmal meine Watchipotch holen und mein Handy. Erstmal mache ich hier das Steckdose aus. Genau. Zack. Da ist das Handy. So, da ist meine Meridian. Ungelesene Mitteilungen. Ja, ja, alles gut. So, meine Apple Watch habe ich, wie gesagt. Ja, es ist jetzt Zeit, das Ding mal hochzuladen. Und wie gesagt, so hört ihr auch noch mal die Mono-Ausgabe von Olympus. Und ja, wie gesagt, ist man nah dran am Gerät, kann man durchaus auch diese Art von Aufnahme verwenden. So, jetzt habe ich hier die Watchipotch, die Apple Watch, natürlich die Quarkuhr mache ich jetzt ab. Tue die Quarkuhr. Quarkuhr ist ein schöner Name für so eine Sprechuhr. Irgendwie passt das. So, tue diese. Ach, ja, da ist wieder meine Mieze, aber die kann ja da liegen bleiben. So, zack. Die habe ich erstmal da reingetan, wieder in die Schublade. Kommt jetzt die Edge Apple Watch. Die Edge Watch hätte ich jetzt bei Microsoft Edge Watch. So, jetzt habe ich sie um. Das ist meine Apple Watch. Bin sehr, sehr froh mit dieser Apple Watch. Also, wie gesagt, das ist mein Leben. Technik, die begeistert. So, jetzt. Ja, jetzt brauchen wir natürlich wieder das Übliche. Wir brauchen jetzt wieder das Stromkabel. Hier haben wir es. Das Stromkabel schließe ich jetzt wieder an die Steckdose an. Naja, ist ja logisch, ne? Also, das heißt ja Stromkabel. Das Ladegerät oder wie man es nennen will. Achtung, so, jetzt ist es angeschlossen. So, jetzt brauche ich noch den Kameraadapter. Kameraadapter. Ja, rufen hilft nicht, man muss ihn halt rausnehmen. Gut, so, den schließe ich jetzt ans Stromkabel an. So, er ist angeschlossen. Und jetzt schließe ich den Kameraadapter an das iPhone an. 100% geladen, 100% geladen. Ja, und hier ist alles verbunden. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Olympus. Und ja, das machen wir jetzt auch. Ja, dann hoffe ich, dass die Folge euch ein bisschen was gebracht hat. Mal eine etwas ernstere Folge, aber wie gesagt, ich hoffe, dass sie euch auch ein bisschen Kraft gegeben hat. So verarbeite ich traurige Sachen und versuche sie also ins Positive zu drängen. Ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, versuche für mich irgendwie was Positives draus zu suchen, zu nehmen oder vielmehr, ich versuche zu sagen, das Leben geht weiter und ja, derjenige, der nicht mehr da ist, der ist vielleicht doch da und schaut zu. Und ich glaube, wenn man mit diesem Gedanken weiterlebt, dann gibt es einen wirklich Kraft und ja. Und das ist das, worauf es ankommt. Einfach weiterleben, mit der Situation, die man jetzt hat, irgendwie klarkommen und ja, sich an den Dingen erfreuen, die halt noch da sind. Ja, so beende ich den Podcast einfach mal. Und
ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Zeit. Bleibt gesund, denn Corona ist ja irgendwie immer noch, auch der Krieg ist immer noch da. Ich hoffe, dass das bald mal ein bisschen nachlässt alles. Ja, und deshalb bin ich für Frieden. Ja, das ist momentan viel wichtiger als irgendeine eigene Trauer, die man hat. Ja, viel wichtiger ist es, dass es auf der Welt mal wieder etwas friedlicher wird, dass Corona weg ist, dass der Krieg aufhört, dass keine Menschen mehr sterben. Und das ist doch eigentlich das, was wir momentan alle wollen. Und insofern Frieden für alle und ja, bis zur nächsten Folge. Bis zur Folge 441. Ciao, ciao.